Herzlich willkommen zu Alte Schule Daily, eurer täglichen Webshow auf Instagram, Facebook und YouTube. Als erstes Mal möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass einer eurer meistgewünschten Gäste endlich als Podcast erschienen ist. Gestern war es soweit, Rainer Braun. Wer ihn noch nicht gehört hat, ein Riesentipp, bitte ladet ihn runter und abonniert uns doch gleich noch. Alte Schule, der Podcast eures Vertrauens. Ansonsten habe ich heute was ganz Besonderes. Das erste Mal habe ich eine Skype-Konferenz aufgenommen und dazu bereit erklärt hat sich Benjamin Voss von der BMW Classic. Hat mich riesig gefreut. Ich bitte die etwas durchschnittliche Tonqualität zu entschuldigen. Ich arbeite an einer verbesserten Lösung fürs nächste Mal. Für diesmal muss es reichen. Dafür ist der Inhalt umso toller. Und zwar erklärt er ein ganz, ganz besonderes Auto, was gerade bei BMW im Depot steht. Und ich durfte es schon live sehen und es hat mich so nachhaltig fasziniert, dass ich mit ihm darüber reden musste. Es ist ein alter BMW 7er, in dem man einen 16-Zylinder reingebastelt hat. Goldfisch hieß das Ganze und jetzt rede ich mit Benjamin Voss darüber, der übrigens auch zu Hause sitzt. Ich hoffe, es geht bald wieder besser und ich hoffe, euch geht's gut und ihr bleibt gesund. Bis morgen. Viel Spaß jetzt mit dem Video. Benjamin Voss, da ist er live zugeschaltet aus München. Hallo Benjamin. Hi, grüß dich Carsten. Wie geht's? Ich sehe, du siehst gesund und munter aus. Ja, du, fühle ich mich auch. Bin jetzt vielleicht, wie man im Hintergrund sehen kann, jetzt nicht gerade im Büro, aber arbeite von zu Hause, funktioniert ganz gut. Im Büro sind die Wände blau, ich weiß. Blau-weiß. Blau-weiß, immer in Propellerform. Darf man nicht so lange aufschauen. Also, jetzt wissen die Leute auch gleich, worum es heute geht. Nämlich eigentlich deinen Arbeitsplatz, wo du dich sonst aufhältst und wo ich immer wie ein kleines Kind durchlaufe und denke, mein Gott, würde ich da gerne arbeiten. Nämlich um das, nicht das BMW-Museum, sondern du bist im Depot, ne? Also oder in der also das Gebäude heißt wie die Abteilung und das ist die BMW Group Classic. Das ist quasi der Standort, wo wir alles sammeln rund um die BMW Classic-Themen. Also da ist unsere Werkstatt, das ist Archiv, da sind die Kollegen von den Ersatzteilen und da stehen auch ein paar Autos und Motorräder her. Ja, ein paar Autos. Und zwar wirklich die ganz besonderen Autos. Und das ist, das ist unfassbar. Du hast mir beim letzten Mal gesagt, ihr habt den McLaren F1 schon rausgenommen, weil jeder sich immer daran festsabbert. Und ihr habt aktuell aber auch richtig geile Autos. Also ich war das letzte Mal da war ich gerade auf der Durchreise. Ich weiß gar nicht, wie ich danach getroffen habe. Harmler Guy habe ich danach getroffen, den Designer von BMW Z1. Ja. Und du hattest auch einen Prototypen stehen, den BMW Z1 als Hatchback oder so eine Art Hatchback, ne? Ja, genau, das war mal ein Konzept, aber es war eine ganz frühe Phase. Also wenn man genau hinguckt, sieht man, dass die Bremsscheiben, ich glaube, es ist Holz ist. Ja, also es war so ein reiner Mockup, um das mal zu schauen, wie das aussieht. Steht bei uns auf so einer kleinen Galerie neben so ein paar anderen Konzeptautos, ja. Geil, mit Scheinwerfern, mit Suchscheinwerfern im Außenspiegel. Das hat mir besonders gut gefallen. Ja. Nachhaltig in Erinnerung geblieben. So, und dann habt ihr da tolle Fuhrautos. Wenn man euch übrigens auf Instagram folgt, sag mal, wie heißt der Kanal? @BMW Classic. Da haben wir die BMWs und @official Mini Classic, da sind die Minis dabei. Genau, und da sind tolle Autos von früher, die standen da gerade, das habe ich mir auch angucken dürfen. Und ich bin neulich über ein Auto gestolpert, das habe ich auch live sehen dürfen, ist auch kurz schon in meiner Instagram-Story erschienen. Und zwar, darüber wollen wir heute reden, der BMW Goldfish. Genau. Klingt niedlich, ist aber alles andere eigentlich. Ja, genau das war tatsächlich der Grund, warum man es so genannt hat, dass man überhaupt nicht ahnt, worum es gehen kann. Es geht um den 7er mit einem V16-Motor, 7er zweite Generation. Geil, also der 7er, der E32 für die Leute, die es wissen. Was war das ungefähr für ein Baujahr oder wann habt ihr daran gearbeitet? Also das Auto war dann fertig im Frühjahr 1988, der Motor wurde in 87 gebaut. An der Zylinderzahl weiß man, die letzte Ölkrise war weit weg. Greta Thunberg war noch nicht geboren oder vielleicht gerade in der Mache. Und da hat man gesagt, wir haben einen V12, den 57er im Programm und wir müssen irgendwie weiter gegen Mercedes gegen anstiegen. Und ihr habt so ein bisschen Angst bekommen damals, dass Mercedes nachlegt und das irgendwie übertrumpfen könnte, oder? Ja, ob das jetzt dem geschuldet war oder ob man generell, was man ja immer wieder gemacht hat, geguckt hat, dass man so ein bisschen Grenzen auslotet, dass man schaut, was können wir noch machen, was bietet sich an und vielleicht wird ja ein V16 mal Sinn machen. Ob das jetzt dann mit Mercedes zu tun hatte, das sagt mir keiner und ist auch nicht überliefert. Okay, das habe ich jetzt da rein interpretiert. Aber ja, ist auch irgendwo natürlich nachvollziehbar, aber ja. Genau, Mercedes hat ja dann auch einen 6-Liter 12-Zylinder nachgelegt, aber was ist schon ein 12-Zylinder, wenn man auch 16-Zylinder in einen Motorraum reinpressen kann? Und da war noch der große Paul Roscher eigentlich, oder?
oder? Oder wer hat den Wagen? Nee, also tatsächlich zu der Zeit, es gab den Leiter Motorenentwicklung, das war der Dr. Lange. Okay. Und der hatte in seinem Team den Zwölfzylinder Fischer, wie er tatsächlich von alten Kollegen immer wieder genannt wird. Das war der Diplom-Ingenieur Adolf Fischer. Der hat eben auch den M70-Motor, also den Zwölfzylinder im 7er mitkonstruiert und der wurde dann beauftragt, eben bau doch mal einen 16-Zylinder. Okay, übrigens für mich, der Zwölfzylinder ist für mich vielleicht der schönste Automotor. Bis ihr mit euren Plastikkappen oben drüber angefangen habt, wie die Krümmer da reingehen, das ist ein so geiler Motor, oder? Aber das, ja, und das ist tatsächlich auch, also es ist auch gilt für den V12, es gilt aber auch für viele Motoren. Ich habe mal mit dem Dr. Lange gesprochen und der sagt, bei ihm, es war vielleicht nicht ganz oben auf dem Lastenheft, aber ihm war auch immer ganz wichtig, dass die Motorräume clean sind, sauber sind. Er sagt, bei vielen Mitbewerbern war es dann so, dass das Ding eine einzige Landschaft mit Kabeln und Leitungen war und er wollte immer einen schönen, cleanen Motorraum haben und ja, beim 12-Zylinder hat das geschafft, sogar beim 16-Zylinder, du hast ja die Fotos gesehen. Die Fotos und wir blenden sie natürlich immer ein und ich habe sie hier gerade vor Augen. Es ist nicht alles schön an dem Auto, das muss man leider sagen, aber natürlich ist es ein Prototyp, aber der Motor ist wirklich sensationell. Du hast eben schon gesagt, das war jetzt nicht so ein ganz mega offizielles Projekt, irgendwie, wie kann man sich das vorstellen? Also wie viele Leute haben da dran gearbeitet an dem Motor, weiß man das noch? Oder wie das zustande kommt? Ja, man hat tatsächlich geachtet, dass so wenig Leute wie möglich dran arbeiten. Und der Herr Fischer war tatsächlich Ende Februar bei uns, denn er hat einen runden Geburtstag gefeiert. Und wir haben ihn eingeladen, ob er nicht mal auf ein kleines Wiedersehen mit dem Goldfisch und anderen Zwölfzylindermotoren bei uns vorbeikommen will. Und der hat mir dann was erzählt, was ich vorher noch nicht gehört habe. Er sagt, ich habe einen Anruf bekommen im Sommer 87 von meinem Chef, vom Dr. Lange. Und er sagt zu mir, Fischer, kannst du mir einen 16-Zylinder bauen? Und dann bin ich losgelaufen. Und dann habe ich ihm gesagt, ich gebe Gas, ich verspreche dir, du hast ihn unter Weihnachtsbaum. Also das waren, ja, keine 6 Monate tatsächlich, den Zeitraum, den er besprochen hatte. Und wenn man denkt, dass im August ja oft bei BMW ein bisschen weniger los war, waren es eigentlich nur 5 Monate. Krass. Und das ist ja eigentlich, also der Ferdinand Piëch hat ja auch einen 16-Zylinder-Motor im Bugatti eingebaut zum Beispiel. Da sind das 2 8-Zylinder, die man aneinander geklatscht hat. Wenn man vom V12 ausgeht, kannst du ja nie noch irgendeinen anderen Motor dahinter sägen oder dahinter bauen. Wahrscheinlich ist ein auseinandergesägter. Also ein 4-Zylinder-V-Motor gab es ja nicht. Was ist denn das dann? Nee, es ist tatsächlich, also entstanden ist der, man hat 2 V12 genommen. Aha. Man hat dann die eine Seite, jetzt hoffe ich bin nämlich kein Techniker, der hat die eine Seite nach 4-Zylinder-Bänken abgeschnitten, also meinetwegen die Vorderseite und ist dann beim anderen Motor auf die andere Seite gegangen und hat von der Rückseite 4 Zylinder abgeschnitten und die dann zusammengefügt. Also dann hatte man die grobe Form und das Layout und dann konnte man dementsprechend dann auch das Gehäuse gießen, den Zylinderkopf gießen. Ja, so ist das dann gelaufen. Also es ist im Endeffekt, 2 12-Zylinder waren die Basis, aus denen man das dann gebaut hat. Okay. Und wenn man die Motorhaube öffnet und wirklich nur einen flüchtigen Blick da reinwirft, dann könnte man denken, das ist der 12-Zylinder, aber es fehlt ein bisschen Luft nach vorne, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das ist immer total witzig, weil ab und zu haben wir ja Gäste bei uns in der Klassik, die dann auch mal so rumlaufen und dann sage ich immer nicht viel zu dem Auto und gehe auch gleich von vorne dran und mache einfach mal die Motorhaube auf und dann sagen sie, im ersten Moment ist ja okay, 12-Zylinder und dann fangen die Leute wirklich das Zählen an. Also man sieht dann immer so und dann stocken sie nach der 6. Zylinderbank und sagen, dann geht's ja weiter. Immer ganz witzig und dann sieht man aber auch natürlich, dass da vorne kein Platz mehr zur vorderen Wand ist und dann fangen die Leute als zweites an, die Kühler zu suchen. Das ist sensationell und das hat man wunderschön nach hinten verlegt. Also gut, klar, man muss irgendwie die Luft da reinbekommen, von oben oder von unten oder von der Seite, wie ihr es da gemacht habt und natürlich ist das sehr, sehr hemdsärmelig da reingedübelt worden. Du hast mal sowas Geiles erzählt, als dem Vorstand präsentiert wurde. Also es sind so Lufteinlässe an der Seite. Ja. Genau. Also es gibt die Legende, dass wohl bei der ersten Vorstellung an den Vorstand, dass einer der Herren, die da involviert waren, sich auf die Rückseite oder an die Rückseite des Autos gestellt haben, um die Lufteinlässe abzudecken. Ne? Dass der Vorstand sich da reinsetzen kann und erstmal losfahren kann, bevor er überhaupt irgendwie schon mal was ahnt. Die Legende
ja, wie es immer so mit solchen Theorien ist, es kann natürlich schwierig, weil sobald er sich reingesetzt hat und in den Rückspiegel geguckt hat, in den Außenspiegel, da hat er ja ein großes Loch gesehen. Also einen großen Luftloch, sagen wir es mal so. Von daher, ich möchte nicht sagen, dass es nicht stimmt, aber es ist schwierig. Da ist der Kollege so Kim Jong-un-mäßig als Security mitgelaufen, weil die hat aufs Dach gelegt und ist genau von den Lufteinlässen gelaufen. Und also der Kofferraum hat das Auto nicht mehr, wie man hier sieht. Und hinten ist, wo das eigentlich das Kennzeichen hingehört. War da das Kennzeichen? Ja, genau, das habt ihr da tiefer gelegt. Da ist also das Auslassgitter und da sind zwei riesen Lüfter, die da also Luft durch die Kühler bringen sollen. Die Luft rausziehen dann wieder, dass es hinten wieder die Luft entweichen kann. Genau. Wie ist denn das? Wie kann man sich denn die Daten von dem Motor vorstellen? Weißt du das? Oder kennst du die? Die Daten? Naja, also man hat ja das Grundlayout vom V12 behalten. Also man hat auch PS hat der, ne? Bohrung, Hub ist gleich geblieben, Zylinderabstände sind ja gleich geblieben. Das heißt, der addiert sich dann auf und es waren dann am Ende 6,6 Liter. So. 6,6, okay. Also es wurde dann einfach, wie gesagt, nach vorne verlängert. Leistung waren vom 12-Zylinder 300 PS, der Motor hatte dann auf dem Prüfstand 408. Okay, also eigentlich genauso viel wie der Mercedes 12-Zylinder. Bevor sie die Leistung zurückgenommen haben, wegen der Vollastanreicherung, was ich mal gehört habe. Hat er, glaube ich, nur 394 gehabt. Genau. Ja, und dann gab es, also wir haben den Motor tatsächlich so, die ganzen Anbauten, also die ganzen Sekundäraggregate, die hat man dann vom 12-Zylinder übernommen. Beim 12-Zylinder war es ja so, dass man damals pro Zylinderbank eine getrennte Motorelektronik hatte. Dies hat man dann dementsprechend auf den V16 gemacht und dann gab es zwei Steuergeräte, andere oder bessere, neuere Steuergeräte für den Motor, die dann jeweils so gearbeitet haben, als hätten sie einen reinen 8-Zylinder. Also man hätte auch noch einen 8-Zylinder danach bauen können und hätte schon mal die Motorsteuerung dafür gemacht. Hätte ich auf jeden Fall für einen reinen 8-Zylinder auch ein sinnvolles Auto. Was mir übrigens sehr gut gefällt, ist, von vorne sieht er so liebreizend aus mit der schmalen Niere. Da, also es ist wirklich maximales Understatement eigentlich. Ne? Ja. Die 8- und 12-Zylinder haben ja immer diese breitere Niere gehabt, die ich übrigens auch ganz geil fand. Aber der hat vorne noch die schmale Niere, hinten die Luftauslässe. Und was mir richtig gut gefällt, ist, er ist handgerissen. Ja, man hat überlegt, also die normalen 12-Zylinder hatten ja dann das Viergang-Automatikgetriebe drin und bei dem Auto ist man dann komplett auf das Sechsgang-ZF-Schaltgetriebe gegangen, was es auch im Achter gab dann. Ah, okay. Und das hat mit der Leistung logischerweise umgekonnt. Der Achter, den gab es ja als CSI mit 380 PS. Und ja, der Herr Fischer meinte, es hat ihm sogar gerade auch beim Testen so ein bisschen mehr geholfen, dass er durch die andere Abstufung des Schaltgetriebes nochmal die andere Leistungsentfaltung gegenüber dem 12-Zylinder ein bisschen rausfahren konnte. Okay. Jetzt habe ich immer noch so die Bilder vor Augen. Ich glaube, es gab keinen Testbericht damals, als der erste 12-Zylinder für euch rauskam. Der erste 12-Zylinder nach dem Krieg, glaube ich. Nee, der allererste BMW 12-Zylinder war das, oder? Es war der erste BMW 12-Zylinder und es war tatsächlich in Deutschland auch der erste 12-Zylinder Nachkriegsmotor, ja. Da habe ich mit beiden Aussagen fast recht gehabt. Jedes Magazin hat ein 5-Mark-Stück, ach, damals haben wir noch Mark, ein 5-Mark-Stück draufgestellt, weil, und das ist nicht umgekippt, als der Motor gelaufen ist. Ist ein 16-Zylinder genauso gut austariert? Also ist das... Ob er jetzt genauso gut austariert ist, weiß ich nicht, aber... Wie gesagt, vor ein paar Wochen war Herr Fischer wieder da und der hat gesagt, auch da blieb das 5-Mark-Stück stehen. Okay, also die wichtigste Prüfung gerade bestanden. Genau. Und, jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, wie fährt er sich? Bist du ihn gefahren? Nein, leider nein. Also ja, das ist, es gibt ja so ein paar Motoren oder Autos mit bestimmten Motoren, die bei uns schlummern. Für die gilt viel oft das Gleiche. Wir haben dadurch, dass es ja nur ein Einzelstück ist, nicht die Problematik, aber da sind so ein paar Sachen, wenn wir die zerstören, indem wir das Auto wieder laufen lassen, dann ist es weg. Also wir können es dann auch nicht wieder neu entwickeln, weil das hat man damals nur für das entwickelt. Motorsteuerung, bestimmte Abstimmungen, die sind dann einfach weg. Das Auto ist in den frühen 90ern das letzte Mal gelaufen und seitdem auch nie wieder. Okay. So, um es wieder fahrbereit zu machen, müsste man natürlich an die Einspritzanlage, an die ganze Elektronik und natürlich sehr, sehr ausführlich durchgehen, dass man auch dann nicht wirklich was kaputt macht, wenn man das erste Mal den Anlasser dreht. Also wie gesagt, wir machen das so. Es gibt auch noch eine Z3 mit einem 12-Zylinder-Motor. Da haben wir auch das Problem, dass das Steuergerät nur einmal programmiert wurde. Wenn das Ding abraucht, ist das weg.
wir machen das, wir sind da so vorsichtig, weil man ja eventuell das dann doch mal wieder laufen lassen möchte. Ich sag's mal so. Sich aber vorher dann ganz genau überlegen muss, wie man das so macht, dass da auch nichts weiter kaputt geht. Aber ich deswegen, nein, ich bin leider nicht gefahren. Wir hatten das Auto ja selber auch die Fotos erst letztens auf Facebook und auf Instagram und die Leute haben teilweise so kommentiert, ja, das könnt ihr nicht mit uns machen, wir wollen hören, wie das Ding klingt. Ich kann es nur weitergeben, auch wieder da aussehen. Das Ding muss gerade so über 4.200, 4.500 Umdrehungen, meinte Herr Fischer, hat das Ding geklungen, das war ein Gedicht. Aber das nehmen wir doch jetzt mal so hin, das ist ja, jetzt kann sich ja jeder vorstellen, wie es klingt. Man sieht auch hier, über 4.500, wie hoch durfte man den drehen, da sind Aufkleber vorne drin, 4.000 N-Max und dann gibt es noch 6.000 Umdrehungen. Das sieht so toll aus, weil das alles so clean ist. Es gibt hier noch den extra Schalter für den Lüfter neben der Schaltung und das sieht man hier noch. Hier es gab einen reingebastelten, reingefriemelten Temperatursensor an der Schürze vorne rechts. Ja, das habe ich mir eben gefragt, was das ist. Foto, okay. Also das Foto ist nicht selbsterklärend. Wenn man dann weiß, okay, ist ein Temperatursensor, dann kann man sich's erklären. Aber diese ganzen Umbauten, auch Klebeband oder dieser Lüfterknopf, der da reingebaut ist, das ist ja alles sehr hemdsärmlich gemacht. Absolut. Der Grund, warum man das so gemacht hat, war, man wollte so wenig Leute wie möglich in dieses Projekt mit involvieren. Und dann ist man hergegangen und hat halt das, was die Leute selber machen, was sie vielleicht nicht jeden Tag machen, die haben es dann halt reingebaut. Also es war sehr viel, ja, kurz gebastelt, dass es auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt. Das ist, also, da geht so eine Faszination von diesen hemdsärmlich zusammengebauten Prototypen aus, wenn ich die auch noch fahren können. Das finde ich ja das Charmanteste. Und es gibt ja unzählige Autos, die so getestet werden, wo neue Fahrzeuge unter der alten Karosse sind. Also ich weiß, bei Porsche haben sie 928 in der alten Audi 100 Karosse oder Audi Coupé Karosse mal getestet und so. Und das sind auf jeden Fall coole Autos. Was mich am meisten freut, ist, dass du dich im Vornherein dazu bereit erklärt hast, zu erzählen, woran ihr jetzt gerade arbeitet. Aktuell. Nein, okay. An der Wiederauferstehung von, oder wie? Nein, nicht dem Golf, wer weiß. Vielleicht arbeitet ihr ja auch aktuell wieder an einem 16-Zylinder, wo die Zeit danach so ist. Wahrscheinlich eher nicht. Aber sie kommt also, ja. Also, nein, also da bin ich ja, wie gesagt, ich bin Pressesprecher von der Klassik. Das heißt, Themen, die da vorne stehen, da könntest du mich fragen und da kann ich einfach nur gar nichts dazu sagen. Nicht, weil ich es nicht sagen darf, sondern weil ich es auch da nicht weiß. Das machen die Kollegen. Nein, aber es gab tatsächlich mal, wer sich vielleicht erinnert, einen Johnny English-Film, der fuhr einen Rolls-Royce, der hat auch einen 16-Zylinder. Das war auch schon in der Sammlung. Das haben wir noch. Also es gab danach auch nochmal 16 Zylinder von uns. Ach geil. Also da reden wir vielleicht das nächste Mal drüber. Und es hat mir einen Wahnsinn Spaß gemacht. Benjamin Forst, vielen, vielen Dank. Das sind tolle Einblicke, tolle Fotos, die du mir geschickt hast. Alles Fotos von euch. Ein fantastisches Auto, übrigens eine coole Farbe. Das muss man auch mal sagen. Echt ein geiles Auto. Nerzbraun, möchte ich dazu sagen. Wie? Nerzbraun, das ist eine Farbe, die auch mich erwischt hat. Ich hatte einen 7er, auch einen E32 in Nerzbraun. In den 80ern war es halt noch politisch korrekt, Nerzbraun zu nennen. Super. Kleine Anekdote dazu. Der Name der Farbe, es gibt den Leiter BMW Classic, das ist der Ulrich Knieps, der war damals im Produktmanagement und der Farbname kommt von ihm. Also mein Chef hat das Auto, den Farbnamen so genannt wie mein Auto. Das war damals eine witzige Nummer, als er mein Auto gesehen hat. Super geil. Also bei BMW konnte man damals nochmal den Nerz nach außen tragen. Ja. Tolle Farbe, tolle Geschichte, sensationelles Auto und ja, vielleicht danke für deine Zeit und vielleicht können wir nochmal wieder reden. Immer gerne, du, ich bin hier, ich laufe nicht weg, melde dich einfach. Mache ich. Benjamin, vielen Dank.